Hallihallo und herzlich willkommen hier bei Redlets Technikgerödel. In der letzten Folge haben wir ja so ein bisschen unten verknuddelt und einen groben Funktionstest gemacht, ein paar Setups rein. Und Redlet hat dann ist ihm eingefallen, dass er ja. Moment. Müssen wir da mal gucken, wo das ist. Hier, 161 Uran haben wir. Also das waren, glaube ich, insgesamt 191 oder 200, irgend sowas in den Dreh Uran hat man, ne? Wenn wir natürlich so viele Reaktoren betreiben, ist das Problem, dass uns das relativ, naja, irgendwann ausgeht, ja? Und dann wollte ich auch wissen, ob das funktioniert. Also habe ich einen Breeder entwickelt, den wir uns jetzt angucken. Und das habe ich auch nicht aufgezeichnet, weil das mit der Programmierung der Software im Hintergrund und die Schwierigkeit des Befüllens, das ist nämlich auch eine ganz komplizierte Sache, also in dem Sinne schon kompliziert, softwaretechnisch. Also nicht ohne, dass sich das unnötig in die Länge ziehen würde. Also hier haben wir unsere ganz normalen Reaktoren, die wir dann schön beständig ausbauen, mal gucken. Und dann habe ich Folgendes gemacht. Ich habe nämlich meine Software dahingehend erweitert, dass man von diesen vier Reaktoren, die man ins... Hier kann man auch mehr ansteuern, ja, aber einen davon kann man als Breeder laufen lassen. Welcher ist egal. Das sagt man dann in der Software irgendwie, ob das jetzt der erste, zweite, dritte, vierte, fünfte ist. Und dann deklariert er den hier als Breeder. Und ich versuche das ja immer so auf wenig Informationen auch zu beschränken und nicht alles zuzuklatschen, ja. Das ist auch ein Grund, warum ich die MFSUs hier, diese Daten der MFSUs nicht anzeige. Damit das einfach so ein bisschen übersichtlich ist. So, und dieser Breeder ist hier in demzufolge 4, ja? Der wurstelt jetzt auch schon. Das ist ein ziemlich effizienter Vanilla-Breeder. EC2 Vanilla-Breeder. Jetzt brennt er nicht, aber der brennt normal so. Jetzt ist die Animation an. Also nix Crack-Tech und trotzdem macht das Ding ordentlich Betrieb. Und zwar wird der vollautomatisch bestückt. Also sowohl das Uran als auch diese depleted Isotopzellen, die wir jetzt anreichern. Und dann sind die irgendwann angereichert. Hier habe ich schon welche gemacht. Das sind 56. Also der arbeitet ziemlich gut für einen Vanilla Breeder. Was man da braucht, ist einen irgendeinen stabilen Breeder, wo die entstehende Hitze proportional zur Hüllentemperatur ist. Also sie darf nicht weiter steigen. Ja, also dass die Sachen sich hier abnutzen, sondern das muss statisch bleiben. Ich kann das ja mal hier so anmachen. Moment. Das werden wir mal ausmachen. So. Also wenn wir jetzt hier gucken, dann bleibt das stabil. Das bleibt wirklich stabil. Ja, das habe ich schon vorher getestet. So, das Ganze hängt an dem Bundlet-Bus mit an dem Reaktor-Bundlet-Bus. Da habe ich zusätzlich Farben gemacht. Die Farben sind hier dazu da, dass wir das Applied Energistics System steuern, was hier zuständig ist für den Refill-Mechanismus. Und wie wir hier sehen können, sind das vier Abgriffe bzw. Inputs, zwei in, zwei out, weil ja Applied Energistics nicht weiß, was wohin kommt. Das ist ja das Problem. Also wie füllt die Zellen, eine von beiden Sachen, also entweder Uranzellen oder die Zellen, die angereichert werden sollen. Eins von beiden, wenn man auffüllen will, ist kein Problem. Hat man auch mehrere Sachen und wenn man das mit Applied Energistic machen will, was sehr vorteilhaft ist, dann hat man das Problem, dass natürlich das nicht weiß, was zuerst rein soll, ja? Und wann vor allem. Das ist ja auch das. Also muss man das so machen, dass man die Sachen getrennt verwaltet. Moment. Also hier werden zum Beispiel diese fertig angereicherten Zellen herausgezogen, aber nur dann, wenn wir hier ein Redstone-Signal haben. Hier werden diese anfallenden, potenziell anfallenden Uraniumzellen, wenn die verbraucht sind, können ja welche anfallen, rausgezogen, aber nur wenn ein Redstone-Signal draufkommt. Hier ist genau dasselbe. Hier kommen die Zellen, die angereichert werden sollen, hinein, aber nur, wenn ein Redstone-Signal da drauf ist. Und genau dasselbe haben wir hier mit den Uranzellen an sich, auch wieder nur, wenn ein Redstone-Signal drauf kommt. Das ist ein bisschen kompliziert, ich weiß gar nicht, wie ich das erklären soll. Das Ganze funktioniert so, erstmal, dass diese Zellen, sofern die voll sind, gleich seht ihr das, das schaffen wir noch, die können zu jeder Zeit herausgezogen werden, ja. Wie wir sehen, arbeitet er auch sehr, sehr, sehr schnell, obwohl er bloß getastet wird.
aber aufgrund dieser doppelten Uranzelle hier bringt die ordentlich Bums im Verhältnis zur Hitze. Wir haben ja auch hier, naja, eigentlich geht noch mehr, aber ich habe das jetzt einfach mal auf 26.500 gestellt. Da kann man sich ja langsam annähern. Ich persönlich brauche auch nicht mehr angereicherte Uranzellen. Das ist alles irgendwie schwachsinnig, wenn man das übertreibt. Trotzdem geht das hier sehr flott. Jetzt seht ihr es gleich, zack, jetzt hat er das schon ausgetauscht, hier ringsrum. Irgendwann ist aber das Problem, dass die Uranzelle verbraucht ist. Ja, und dann passiert das, dass sich diese depleted Isotopzelle vordrängelt. Also wenn ich jetzt die rausnehmen würde, würde der einfach so eine depleted reinschmeißen. Das dürfen wir nicht machen. Also müssen wir programmtechnisch gucken, wann diese Zelle fast fertig ist. Das Programm schaut sozusagen im Voraus, das denkt ein bisschen mit, ist intelligent und deaktiviert dann diese, diesen Refill-Mechanismus hier. Also zuerst, dass überhaupt was reingetan wird, das was herausgenommen wird, das wird alles deaktiviert und dann wird lediglich hier gesagt, potenziell anfallende leere Zellen sollen rausgesaugt werden und es soll eine neue Uranzelle hinein. Das ist ein bisschen einfach erklärt, aber im Hintergrund ist das eine ziemlich komplexe Sache, wie man das macht, weil man ja in der Zeit, wo man hier guckt und guckt und guckt, ja auch möglichst den Rest noch weiterlaufen lassen will. Also der andere Kram soll ja auch überwacht werden, da kann man ja nicht 10 Minuten sitzen, ne? Dann hat es vielleicht schon den einen oder anderen Reaktor zerrissen. Das ist ja nicht Sinn und Zweck der Sache. Das Programm macht das relativ schlau. Das ist so gemacht, dass der so wenig wie möglich Zeit hier verdrödelt und sobald er merkt, da ist eine neue drin, dann bricht er sofort ab und kommt zu seinen anderen Krempel zurück, also die anderen Reaktoren, um die er sich dann kümmern muss. Das hängt alles an einer Software und bei Computerkraft ist ja die Schwierigkeit auch, so zeitkritische Sachen möglichst leistungsarm hinzubiegen. Ne? Dieser Breeder arbeitet wirklich für das, dass es nicht Cragtech und sowas ist. Das will ich gar nicht benutzen, ich brauche das nicht. Dann muss ich ja meinen Kopf nicht mehr anstrengen. Sowas hier, das mag ich viel mehr. So Sachen für mich ausdüfteln. Ja, irgendwer sagt auch, Mensch, und Craig, der ganze 80 Zellen. Ja, das macht er auch. Der schafft das auch. Also vielleicht, weiß ich nicht, bei der Temperatur werden wir 80 nicht schaffen. Aber der macht, ich habe nämlich was vorbereitet. Soweit. Jetzt haben wir 36. 36 hat er schon gemacht. Ich habe nämlich die, die fertig waren, schon rausgenommen und habe genau geguckt, wann der eine neue Uranzelle reinpackt. Und von dort an habe ich mir dann, beobachten wir einfach, wie lange das reicht. Jetzt sind wir hier bei 4900, die Hälfte hat er geschafft von der Zelle. Da können wir hier auch mal gucken, die Restzeit steht ja hier drauf. Der läuft noch eine Stunde 23. Das ist eine ganze Menge Holz. Ich nehme an, also in Stecki kriegen wir auf alle Fälle raus. Ja. Auf alle Fälle. Ein Stecki kriegen wir auf alle Fälle raus. Das ist eine ganze Menge Holz für einen Vanilla-Breeder. Ja, und er ist auch relativ flott. So auf eine Viertelstunde rum, so dürfte der hier so einen Satz durchgewurstelt haben. Und dieses Setup ist relativ, ist stabil, ist eigentlich ein stabiles Breeder-Setup. Und wir haben noch nicht mal das komplett ausgereizt. Also das Wasser tut hier bei 29.500 anfangen zu verdampfen. Das Wasser bräuchte man nicht unbedingt. Ich habe das einfach mal mit dir her, weil ich wissen wollte, ob das doch noch einen Kühlfaktor hat. Da tun sich ja die Geister irgendwie streiten. Früher war das ja so. Heute weiß ich nicht genau. Ich müsste einfach mal hier einen Reaktor hinknallen, müsste Wasser ringsrum machen und dann einfach mal die Daten vergleichen. Ne? Ich nehme mal schon an, dass es noch geht. Aber hier ist es wurscht. Der ist jetzt konzeptionell sauber, dieser Breeder. Da mache ich auch nicht rum. Und wegen 3, 4, 5 Heat oder sowas, das ist mir jetzt auch wurscht. Wichtig ist dieser Refill-Mechanismus, ne? Dass wir uns überhaupt um nichts kümmern müssen. Das ist das Coole. Judy, was wollte ich dazu noch sagen? Achso, ja, Wasser bei 29.500. Das heißt, wir können hier die Temperatur noch schrittweise erhöhen. Aber jetzt zu Testzwecken, lassen wir es mal bei 26.500. Wenn wir das erhöhen, dann tut der pro Tick noch ein bisschen mehr in diese Zellen rein. Ja? Wenn man nur eine Uranzelle hier drin hat, dann braucht man natürlich hier nicht so viel Kühlung, dann kann man das alles runter reduzieren. Aber mit der doppelten geht das natürlich wesentlich flotter.
Ja, sehr schön. Ja. Da bin ich sehr glücklich. Also jetzt haben wir, es ging mir einfach darum, dass wir immer genug Nachschub an Zellen erstmal haben. Und der kann jetzt im Vorfeld auch schon produzieren und fleißig Zellen machen, ja. Diese lassen wir hier mal da. Ich weiß jetzt gar nicht, wo wir die am besten reinschmeißen. Diese bereits angereicherten. Ich möchte die eigentlich nicht rumtragen. Kann man die hier reintun, ohne dass was passiert? Ja. Und die Hitzezelle auch. Weil dieses ursprüngliche Setup war auf eine Uranzelle mit Hitzezelle ausgelegt. Und ich habe das ein bisschen umgemodelt. Für meine Zwecke. So, schauen wir mal, wie voll die MFSU hier ist. Die überwache ich jetzt auch nicht. Das interessiert mich alles nicht. Ich habe dann genug Reaktoren, die immer genug nachliefern, ja. So, und die werden ja auch alle automatisch bestückt dann. Später, wenn wir die ausgebaut haben. Das machen wir natürlich zusammen, aber bei dem Breeder brauchte ich einfach meine Ruhe. Weil ich das ja auch immer parallel mit programmieren muss. Von daher, ich wusste ja auch nicht, wie das mal ausfallen wird, ne? Ich habe gesagt, Breeder, stell den mal kurz hin, teste mal ein Setup. Das war der Grundgedanke. Und als dieses Setup einigermaßen stand, habe ich gedacht, jetzt guck doch gleich mal mit diesem automatischen Nachfüllen. Und das ist kein Problem, sofern man nur die Zellen hier außen auffüllt. Ja, da ist das überhaupt kein Problem und die in Ruhe lässt. Die nicht anfassen. Da macht er natürlich trotzdem eine ganze Menge, ne? Also, deswegen macht er genauso viel als mit dem automatischen Austausch mit diesem Uran. Aber ich bin ja ein fauler Mensch und das interessiert mich ja dann auch programmiertechnisch, wie man das machen kann. Also es wird im Prinzip hier jeder Import-Export-Bus von der Software kontrolliert und gesteuert, damit das so funktioniert, wie es funktionieren soll. Jetzt sind die schon fast halb voll, ne? Über die Hälfte. Ja, über die Hälfte. Das geht also schon flott. Dann lassen wir ihn jetzt einfach mal wursteln und gucken dann nochmal vorbei. Ups. Muss ich halt mal schauen. Die halten ja jetzt noch relativ lang. Ja, und die Textur habe ich jetzt ganz grob hingekackt, ja. Ich habe momentan nicht so viel Zeit und auch nicht so viel Lust, da jeden Tag stundenlang darum zu wursteln. Der läuft jetzt noch 1 Stunde 20. Dann würde ich sagen, guck mal halt wieder vorbei, wenn er ja so bei 5 Minuten oder 10 Minuten steht. Dann gucken wir wieder rein, dann schauen wir mal, wie viele Zellen er gemacht hat. Dann werden wir die Temperatur erhöhen. Noch ein bisschen, da geht nämlich noch was. Also noch was. Es geht mir nicht um hier, um dein super perfektes Breeder-Setup und Hass und um Korinthenkackerei. Ja, da könnte mir gleich wegbleiben. Für mich ist relevant, dass für meine Zwecke genau so viel entsteht, wie ich brauchen kann, dass es stabil läuft, dass mir das nicht um die Ohren fliegt, dass es vernünftig gemacht ist und mit Vernunft meine ich nicht mit Gotteskomplex gebaut, ja. Oder irgendein Narzissmus bedienen oder sowas. Das ist nicht mein Ding. Also, werden wir dann das mit erhöhter Temperatur machen? Wenn wir die gezählt haben nach diesem Durchlauf, dann vergleichen wir das mal. Dann stellen wir nämlich fest, dass da ein bisschen mehr rauskommt. Eventuell, also mit dem Wasser, das können wir getrost verschmerzen, ne? Schmelzen nur bei 50.000 und dann rechnet der ja intern von diesem Max-Heat, das teilt er durch 2 und das nimmt er als Referenzwert, falls man hier einen Blödsinn eingegeben hat. Also für falls man hier zu viel eingibt, zum Beispiel 100.000, ja, würde der trotzdem abschalten, sofern es die Hälfte momentan, das kann man alles einstellen, die Hälfte von diesem hier ist. Was ich jetzt ein bisschen putzig finde, dieses Max-Heat, hier steht es bei 59.000, ne? Und also knappe 60.000 Max-Heat. Und hier, wenn wir hier mit dem Dingsbums messen, dann haben wir 50.000. Das ist ein bisschen putzig, ne? Also was ist denn jetzt? Wie, was? Irgendwer vergisst was. Jetzt, oder rechnet was dazu. Weiß ich jetzt nicht genau, wer da schuld ist. Das ist eine gute Frage, ne? Was jetzt gültig ist. Aber Fakt ist, wir können diese Temperatur erhöhen. Wir können vielleicht diesen Faktor hier, durch 2 Faktor noch ein bisschen teilen und die Grenze nach oben setzen und somit noch ein bisschen mehr rausholen pro Tick. Aber ehrlich gesagt,
ist das schon so viel, ich kann das überhaupt nicht verbrauchen, ja. So, jetzt sind wir bei 3, 4. Mensch, ich muss ja mal aufräumen. Also er geht schon relativ flott. Für einen Vanillabrieder ist das super. Und alles halt zentral verwaltet. Hier haben wir keine Sensoren ringsherum um unsere ganzen Reaktoren. Ja, das macht alles einrechnen, einen Aufwasch. Ich persönlich fand es sehr spannend, diesen Refillmechanismus. Ja, da habe ich erst das Problem gesehen, dass mit Bild, das kann man mit Bildkraft machen, wie ich das früher gemacht habe. In 1.1, 1.2.5 haben wir welche gehabt mit Nuklearkontroll und Bildkraft und reingezählt im Rechner. Das macht er ja nicht. Wir zählen überhaupt nichts. Der Rechner weiß nicht, was das Applied Energistics System macht. Was er aber weiß, ist, wenn diese Zelle zu Ende geht. Das weiß er. Und dann tut er im Vorfeld diese Slots hier deaktivieren, diesen Refill-Mechanismus. Dann wird eine potenzielle Zelle rausgezogen, dann deaktiviert er das wieder und packt die neue Zelle rein und aktiviert hier außen wieder diesen Refill-Mechanismus. So funktioniert das. Ganz grob erklärt, ja. Aber intern ist das noch ein bisschen komplizierter vom Timing. So, und das ist alles sehr, sehr schön stabil. Ich finde das so super. Auch mit dem Pulsen, ne, ist das auch eine super Sache. Da kann man sogar ein mieses Design, wenn man richtig mieses Design hat, kann man damit flott machen. Indem das halt ständig überwacht wird. Im Prinzip genau wie bei Nuklearkontroll, ne. Wer will, kann da auch Nuklearkontroll nehmen. Und wie wir das in 1.2.5 habe ich ja etliche solche Reaktoren gebaut. Da habe ich auch mal ein paar Videos gemacht. Diese kleine automatische Brieder, ne. Aber die bringen natürlich, die in der neuen IC2-Version kann man da hier sehr schnell laden. Das geht sogar noch schneller, aber ach. Weißt du, ich sag immer, mehr und schneller und weiter, das ist so, was für Leute irgendwie so, die so, wie soll ich sagen, die sich durch mehr einfach definieren. Das ist nicht mein Ding. Okay. Rest passt soweit. Ich habe hier noch ein bisschen was verändert. Zum Beispiel ist gar nichts drin. Dann ist diese Zeit hier so leicht hellgrau. Das ist orange. Erst wenn wirklich was erzeugt wird, ja, dann wird hier auf Online grün gesetzt. Das hatte ich noch gemacht. Was noch? So ein bisschen die Formatierung erstmal angepasst. Dann haben wir den Block hier sozusagen fertig. Und hier hinten ist noch ein bisschen Platz. Da könnte man unter Umständen noch ein paar Daten hinwursteln, ne, von den MFSUs und so weiter, obwohl ich die MFSUs nicht abfragen will hier, weil mit jedem Block, den ich zusätzlich abfrage, entsteht mehr Overhead und ich brauche mehr Zeit. Das ist nicht gut. Das geht nämlich jetzt schon auch in die Knie. Ich bin jetzt bei 29, 28 Frames, was ich hier intern sehe. Aufnehmen wird er trotzdem mit 30. Es läuft also noch ganz, ganz gut, finde ich. So, hat er es jetzt schon ausgetauscht? Nein, aber gleich? Nee. Es dauert schon noch ein bisschen. Naja, gut, das nehmen wir noch mit. Ja, diese 1000, die schaffen wir noch. Das ist kein Problem. Was haben wir jetzt gehabt im System? 36. Also haben wir dann 40. Na gut, 80 wären es jetzt nicht. Mit der Hitze, die wir jetzt fahren, wären es keine 80. Ist aber theoretisch kein Problem. Das kann man sogar bis 200 aufbohren. Würde gehen, theoretisch geht das. Man mu muss das aber nicht übertreiben, ja? Das kann ich. Ich bin da immer so ein bisschen, wenn die Leute einschreiben, ich höre dann meistens schon auf zu lesen, wenn da steht, mach doch einfach. Dann höre ich auf zu lesen. Weil so einfach ist das auch nicht. So, gleich hat er es geschafft. Irgendwas eine Viertelstunde brauchen wir, ne? Im Augenblick. Mit so einer Dualzelle. Sehr schön. Dann wollte ich noch was machen. Moment. Gleich ist es soweit. Dann seht ihr das, wie schnell das eigentlich geht, wie schnell Upload-Energistic das wechseln kann. Ich tue das mal hier rüber, obwohl das lenkt ab, ne? 117, das geht jetzt ruckzuck, pass auf.
Schwuppdiwupp hat er die Dinger ausgetauscht. Zack, einmal Reihe um, ja, dann sind die Dinger aufgefüllt und das war's, dann geht's weiter. Und genau das macht er mit dem Uran auch. Jetzt hole ich nämlich mal mein Rucksäckchen, weil ich ein bisschen die Wände beschmieren will. Ja, mit politischen Parolen und Fuck off und sowas. Heult doch, könnt ihr auch hinschreiben. Moment, wo ist denn der Rucksack? Ich habe übrigens auch hier, glaube ich, so einen Schutzanzug gemacht. Nee, habe ich nicht. Doch, hier. Das habe ich mal gemacht in einer Aufnahme, die ich nicht veröffentlicht habe. Da ging irgendwas in die Hose. Irgendwas war da, ich weiß nicht mehr. Da hat man hier so einen lustigen Schnuffi-Göbel. Und das da, das ziehe ich jetzt so nicht an. Also wenn irgendwas ist und hier so eine lustige Hose, dann könnten wir diesen Schnuffi einziehen. Den lassen wir jetzt auch hier, falls uns das mal um die Ohren fliegt. Was ich nicht gefunden habe, sind die Schuhe. Gibt es da keine Schuhe dazu? Ich weiß jetzt gar nicht. Naja, was soll's. Wir brauchen hier diesen Spray-Rucksack. Das war doch der. Ha? Da, CF-Sprayer, das Ding aufhuckeln, Scaffolds brauchen wir. So, und ich mache ein kleines Nickerchen. Ne, mache ich nicht, weil es hell wird. Ah, es wird sowieso gleich dunkel. Naja, was soll's. Also, das aufgehuckelt. Naja, es läuft eigentlich noch ganz gut. So, und ich, jetzt habe ich noch was vergessen. Shit, 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 shit. Da müssen wir nochmal hoch. Ja gut, dann können wir jetzt ins Bett gehen.